Sarah Harrison hat krasse Gewichtsschwankungen, viel wiegt sie aktuell? Sarah Harrison, 31, hat schwierige Wochen hinter sich. Starker Gewichtsverlust. Ständige Bauchschmerzen und Schlappheit haben ihr lange Zeit zu schaffen gemacht. Bis im September 2022 dann endlich feststand, dass sie an einer Glutenunverträglichkeit leidet. Seitdem hat sich einiges bei ihr getan, sowohl physisch als auch psychisch. Dass sie heute mehr wiegt als zuvor. Das stört sie dabei nicht. Im Gegenteil. In ihrer Instagram-Story spricht Sarah Harrison nun über ihren aktuellen Körperzustand. Verrät dabei, dass sie zugenommen hat. Im September habe sie 59 Kilo gewogen. Derzeit sei sie bei 66 Kilo. Rund 7 Kilo mehr in 4 Monaten. Zudem gibt sie preis, dass ihr aktuelles Gewicht rund 4 Kilo über ihrem Normalgewicht liege. Doch daran störe sie sich nicht, im Gegenteil. Viel wichtiger sei ihr, dass sie sich endlich wieder gut fühlt. Das sei lange nicht so gewesen, so die Mutter zweier Kinder. Diese Gewichtsschwankungen sind krass. Schreibt sie scherzhaft und ergänzt, trotz mehr Kilos fühle ich mich super. Warum sie so einfach damit umgeht. Dass sie mehr Kilo auf die Waage bringt? Ich fühle mich super und das zeigt mir immer wieder. Dass das Spiegelbild wichtiger ist als die Zahl auf der Waage. Kurz vor Weihnachten hatte sie sich erstmals zu ihrem wieder angestiegenen Gewicht geäußert. Hatte geteilt, dass sie alle Kilos, die sie zuvor verloren hatte, wieder drauf hat. Daraufhin hatte sie viele Nachrichten bekommen. Nachrichten von Menschen, die ihr offensichtlich nichts Gutes wollen. Ich finde es so krass, als ich so stark abgenommen habe, habe ich so viele harte Nachrichten bekommen. Die gesagt haben, du bist so dünn, iss mal was. Und jetzt kommen schon wieder die Kommentare, oh. Hast du zugenommen? Bist du schwanger, du hast voll den Bauch? Für all jene hat die 31-Jährige eine klare Ansage, jeder ist so, wie er ist. Man soll einfach mit diesem SCHSZ-Bodus-Harming aufhören.